Climate Now in Zusammenarbeit mit Copernicus. Hallo und willkommen bei Climate Now, unserem monatlichen Update über den Zustand unseres Planeten. In dieser Sonderausgabe blicken wir zurück auf 2022. Ein rekordverdächtiges Jahr für viele Menschen in Europa. Und das laut Experten ein Zeichen ist für das, was noch kommen wird. Für mich war der Sommer 2022 sinnbildlich für die Folgen des vom Menschen verursachten Klimawandels, der sich verschärft. Beginnen wir mit den aktuellen Daten des Copernicus Climate Change Service für Dezember 2022. Europa lag im vergangenen Monat um plus 0,9 Grad Celsius über dem Durchschnitt von 1991 bis 2020. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen dem Norden und dem Süden des Kontinents. Hier in Blau sieht man, dass auf den britischen Inseln und in Skandinavien kalte Bedingungen herrschten. In Reykjavik auf Island wurde die niedrigste Temperatur seit 1918 gemessen. Im Mittelmeerraum lagen die Temperaturen im vergangenen Monat weit über dem Durchschnitt. Und für viele Europäer war der warme Dezember der Abschluss eines außergewöhnlich warmen Jahres. Jedes der auf dieser Karte rot schattierten Länder verzeichnete 2022 sein wärmstes Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Karte reicht von den britischen Inseln bis zur Iberischen Halbinsel und dem Balkan. 2022 war außergewöhnlich, aber das wird nicht so bleiben. Die ungewöhnlich hohen Sommertemperaturen werden in einigen Jahrzehnten als durchschnittlich gelten, so Klimatologin Valérie Masson-Delmotte. Les conditions moyennes de l'été 2022. Die durchschnittlichen Bedingungen des Sommers 2022 werden um 2050, 2060 zum Standard werden. Man muss verstehen, dass ein Jahr wie 2022 außergewöhnlich ist, aber dass diese Art von Ereignissen häufiger und intensiver vorkommen werden. Und Sie können sich vorstellen, wie die Rekorde 2050 und 2060 im Vergleich zu einem Durchschnittswert wie im Sommer 2022 aussehen werden. Die Hitzewellen des vergangenen Sommers hatten verheerende Auswirkungen auf die Umwelt, aber weniger bekannt sind die Folgen für die menschliche Gesundheit. Laut aktuellen Berechnungen gab es im Sommer 2022 in Europa mehr als 20.000 Todesfälle infolge der ungewöhnlich hohen Temperaturen. Und das nicht nur in Spanien und Frankreich, wo man das bereits früher erlebte, sondern auch in Großbritannien, ein Land, das im jüngsten Sommer einen neuen Höchststand erreicht hat. In einigen Teilen Großbritanniens wurden im Juli über 40 Grad Celsius erreicht. Ein neuer Rekord, der den Wetterdienst des Landes dazu veranlasste, eine noch nie dagewesene rote Hitzewarnung herauszugeben. Sie besagte, dass selbst gesunde Menschen mit Krankheit und Tod rechnen müssen. Laut Experten müssen wir unsere Einstellung zur Hitze ändern. Vor allem in den nördlichen Teilen Europas, in Großbritannien, Dänemark, Deutschland, Norddeutschland, halten wir Hitze immer noch für eine großartige Sache, bei der wir rausgehen und Spaß haben können. Man muss sich bewusst machen, dass man Hitze zwar genießen kann, dass sie aber auch längerfristige Folgen hat. Die meisten Todesfälle gab es bei älteren oder sehr jungen Menschen. Daten aus Europa und Nordamerika zeigen zudem, dass Frauen 15% mehr durch Hitze gefährdet sind als Männer. Wissenschaftler wissen noch nicht genau, warum. Zwei Haupttheorien besagen, dass Frauen eine höhere Kerntemperatur haben und sich deshalb mehr abkühlen müssen und dass sie weniger schwitzen als Männer, was sie ebenfalls daran hindert, sich abzukühlen. Von der Sommerhitze zur Kryosphäre, den eisigen Gebieten unseres Planeten. Sie sind besonders vom Klimawandel betroffen. 2022 war sowohl in der Arktis als auch in der Antarktis die Meereisausdehnung das ganze Jahr über unterdurchschnittlich. Auf den Gipfeln Grönlands hat es das zweite Jahr in Folge eher geregnet als geschneit. Und die Schweizer Alpen verloren 6% ihres verbleibenden Eisvolumens, beobachtet vom Glaziologen Matthias Huss. 2022 war ein spezielles Jahr im Alpenraum, denn wir hatten eine Kombination aus sehr wenig Schnee im Winter und sehr hohen Temperaturen im Sommer, ständige Hitzewellen. Diese Kombination ist das Schlimmste, was den Gletschern passieren kann. Und das führte zu absoluten Rekordeisverlusten, die wir noch nie gesehen haben. Das alles passiert, weil die vom Menschen verursachten Treibhausgaskonzentrationen in unserer Atmosphäre weiter ansteigen. Mehr Infos darüber auf euronews.com/climatenow. Bis zum nächsten Mal. Climate Now in Zusammenarbeit mit Copernicus.